Ja, überwältigt so. Das war eine aufregende Woche. Wir wussten ja, dass wir mit dem Sieg hier alles klar machen können. Dann noch vor den eigenen Zuschauern, vor so einem Wetter, vor so einer Kulisse. Und das nach 10 Jahren. Ja, da hat man natürlich die ganze Woche drauf gebrannt. Und jetzt wird nur noch gefeiert bis Sonntag oder Sonntag, Montag. Scheißegal, jetzt wird gefeiert. Ja, erste Halbzeit haben wir gut dagegen gehalten. Kämpferisch, richtig gut gespielt. Ein paar Konter gehabt. Dann machen die das 1-0. Ja, dann geht es in die Halbzeit und nach der roten Karte brechen wir halt auf. Spielen es aber eigentlich noch ganz gut zu Ende, aber es ist halt schwierig, dann mit einem Mann weniger zu verteidigen. Ich weiß es nicht. Also, ich hatte es vorher schon mal in Interview gesagt. Ich weiß, wir sind einfach eine geile Mannschaft. Ich freue mich riesig, diesen Schritt in die Oberliga gemacht zu haben jetzt. Wir sind alle froh, Meister geworden zu sein. Ich kann das selber gar nicht fassen. Ich bin sprachlos selber, weil das jetzt das erste Mal, dass ich jetzt in die Oberliga aufsteige. Ja. Ich freue mich riesig, geile Truppe. Starkes Spiel heute von allen komplett. Ja, und ich hoffe, dass wir natürlich nächstes Jahr so weitermachen können. Jawohl, Junge! Ja! Ehrlich gesagt, fehlen mir so ein bisschen die Worte. Ich realisiere das Ganze noch nicht so richtig. Wir sind natürlich heilfroh, haben sehr harte Arbeit geleistet und stehen jetzt da. Stehen jetzt da, wo wir hingehören, in meinen Augen. Und natürlich sind wir extrem erleichtert und ja, sind froh, auf jeden Fall. Ja, dass wir auf jeden Fall... Nicht. Was ist denn? Genau wie die Fans! Ja, du siehst das, ist ein bisschen schwer jetzt gerade, das Interview zu führen. Auf jeden Fall. Jamie Javasch, du bist der beste Mann.